Sie haben ein akutes Problem, Brustschmerzen oder eine schwerwiegende Verletzung, dann gehören Sie in die Notaufnahme. Man geht in die zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses immer dann, wenn man Beschwerden hat, die keinen weiteren Aufschub dulden. Notaufnahme beinhaltet das Wort Not, Rettungsstelle beinhaltet das Wort Rettung, wann immer man in Not ist oder gerettet werden muss. Wenn man beispielsweise lange bestehende Beschwerden wie Rückenschmerzen, die sich nur verschlimmern und noch einen Aufschub dulden bis zum nächsten Tag, dann kann man dort auch dann den Hausarzt aufsuchen, der wird einen weitervermitteln. Man kann ansonsten auch den hausärztlichen Notdienst kontaktieren und wenn die dann spätestens sagen, sie müssen in die Notaufnahme, dann gehören sie zu uns. Man sollte sich einfinden, natürlich bei Blutungen. Ich glaube, das ist relativ einfach zu sehen. Man sollte sich einfinden bei plötzlichen neurologischen Verschlechterungen wie Gesichtsfeldausfällen oder auch Bewegungseinschränkungen, dass man seine Hand beispielsweise bewegen möchte, es aber nicht kann. Bei Wortfindungsstörungen, mit anderen Worten, bei kritischen Notfallsituationen, die extrem ausgeprägt sind für den Patienten und eine dringliche Behandlung erfordern. Die Manchester Triage ist für uns ein Hilfsmittel, um Patienten zu kategorisieren. Bei uns gibt es nicht die Wartenummer wie im Straßenverkehrsamt. Da wird man nicht der Reihenfolge des Erscheinens oder des Termins nach drangenommen, sondern nach Dringlichkeit der Behandlungsnotwendigkeit. Jemand, der schwerst verletzt ist oder einen Herzinfarkt hat, bekommt natürlich eine sofortige Behandlungsdringlichkeit und damit rot. Und das stuft sich dann ab über Orange, Gelb, Grün bis hin zu Blau und zeigt uns und gibt uns die Möglichkeit, von vornherein zu sehen, auf einen Blick, wie dringlich eine Behandlungsnotwendigkeit einfach da ist. Dementsprechend können wir sinnvoller vorgehen, als würden wir einfach nur Nummern ziehen.